Funding for this program was provided by the Annenberg CPB Project. Theater, Tanz, Film, Musik, Kunst, Architektur und Literatur. Der Einfluss deutscher Künstler und Künstlerinnen ist international bekannt. Und für viele Deutsche spielen diese Künste eine große Rolle. Der Zweck des Theaters, der Musik oder der Kultur im Allgemeinen, würde ich sagen, ist, um jemanden intellektuell zu stimulieren. Das heißt, um eine Person intellektuell zu fördern, anzuregen, zum Denken zu animieren. In dieser Folge bekommen wir einen Einblick in zwei dieser Bereiche, die Theaterszene und die Filmindustrie. Im Gripstheater sehen Sie eine Aufführung der Linie 1, ein Musical, in dem eine junge Frau die Großstadt Berlin erlebt. Das Gripstheater ist ein Theater, das gebraucht wird. Es bezieht alle seine Themen von seinem Publikum. Wir erforschen die Sehnsüchte, Probleme und Fragen unseres Publikums und machen daraus für dieses Publikum Stücke. Ich spiele das Mädchen in der Linie 1, die Sunny. Und Sunny kommt aus Westdeutschland zum ersten Mal nach Berlin, zum ersten Mal in eine Großstadt überhaupt. Und sie sucht ihren Freund, Johnny. Und auf dieser Suche fährt sie mit der Linie 1, der U-Bahn-Linie 1, und begegnet auf ihrer Fahrt, auf den Stationen, den Menschen der Großstadt. Natürlich hat Musik, Melodie und Rhythmus auch eine bestimmte Funktion. Das heißt, sie zieht einen mit ins Geschehen. Ja. Das Ganze kriegt also, wie man so sagt, sehr viel mehr Drive. Der Unterschied von einem Publikum, was nur aus Kindern besteht, und einem erwachsenen Publikum ist tatsächlich der, dass die Kinder ganz direkt auf das reagieren, was sie sehen. Die Stapel laufen hoch, das Karussell, zurückbleiben, ich kann nicht so schnell, es war immer so, zurückbleiben und warten. Selbstverständlich braucht der Mensch auch ein bisschen Schmalz und Kitsch, und der ist auch dabei. Aber immer mit einem zwinkernden Auge. Und sind Ihnen die Namen Erich von Stroheim, Fritz Lang, Billy Wilder und Marlene Dietrich bekannt? Wir verbinden sie heute mit Hollywood, aber sie kamen ursprünglich aus Deutschland und Österreich. 100 Jahre deutscher Film zeigt Ihnen eine kurze Geschichte der deutschen Filmindustrie.
Vor 100 Jahren präsentierte der Berliner Max Gladanowski einen der ersten Filmprojektoren. Stummfilme der 20er Jahre sind ein erster künstlerischer Höhepunkt in der Geschichte des deutschen Films. In diesen Filmen sind die Schrecken des Ersten Weltkriegs noch spürbar. Zu Beginn der 30er Jahre bietet der Tonfilm neue künstlerische Möglichkeiten. Die Nationalsozialisten nutzen diese Möglichkeiten für Propagandafilme. Das ist Heinrich Völker. Er steht auch so allein in der Welt wie du. Vertrag dich gut. Viele bekannte deutsche Schauspieler und Regisseure fliehen vor den Nazis ins Ausland. Der Zweite Weltkrieg ist zu Ende. In der zerstörten Stadt Berlin wird 1946 der erste deutsche Nachkriegsfilm gedreht. Was wollen Sie denn von mir? Brauchen Sie Geld? Wollen Sie... Ich fordere Rechenschaft, Herr Hauptmann Brückner. Rechenschaft? Wofür Rechenschaft? Erst in den 70er Jahren werden deutsche Filme wieder international bekannt. Zum Beispiel die Filme von Rainer Werner Fassbinder. Hey! Ich bin nicht krank, ich bin schwanger. Man kann auch sagen, ich bin guter Hoffnung. Das ist schön. Ich bin guter Hoffnung. Mama! Opa Berger! Oh, niemand da. Du wärst mal allein. Bist du gute Hoffnung? Ja. Die Romanverfilmung Die Blechtrommel von Volker Schlöndorff erhält 1980 sogar einen Oscar. Sind Sie auch Künstler? Nicht eigentlich. Wiewohl ich? Bravo! Bravissimo! Welche Kinofilme schaust du dir am liebsten an? Traurige. Mit einem traurigen Ende, wo ich richtig dann melancholisch bin und in einer betrübten Stimmung. Keine Action. Und du? Wieso magst du traurige Filme? Weil ich glaube, sie sind realitätsnaher als Actionfilme. Die kommen mir immer so surreal vor. Nicht richtig. Ja, Actionfilme sind nur für Unterhaltung. Wenn ich ins Kino gehen will, dann möchte ich 2 Stunden Unterhaltung, ja, nicht weinen. Wenn ich Unterhaltung will, dann setze ich mich mit meinen Freunden zusammen und rede. Ja, das mache ich auch, aber ich meine, Kino ist eben Unterhaltung. Ja, das Leben ist traurig genug, finde ich. Je nachdem, das kommt drauf an. Was man will, ich mag es so, du magst es anders. Vielleicht bist du schwermütig, ich weiß es nicht.
Ja, also ins Kino gehe ich eigentlich gar nicht mal so oft, nur wenn mich ein Film schon sehr brennend interessiert. Und dafür gehen wir aber viel ins Theater, also mit der gesamten Familie. Wir gehen bestimmt alle 2-3 Wochen in irgendein Schauspiel oder so, auch in englischer Sprache. Also wir waren letztens mal in Shakespeare, einen Sommernachtstraum. Und das ist schon spannend, besonders wenn man sich dann nachher noch, wenn man die Zeit hat, danach noch sich darüber zu unterhalten und darüber zu diskutieren und so. Das ist schon, also deshalb bevorzuge ich das Theater, weil das Kino doch sehr oberflächlich manchmal ist oder die Filme sind sehr oberflächlich. Ich gehe sehr gerne mit meinen Freunden ins Theater. Wir haben ein kleines Theater in einer größeren Stadt, die ist ungefähr 30 Minuten weg. Wir fahren einmal im Monat ungefähr ins Theater zusammen und wir sehen kleine Stücke, die nicht so bekannt sind. Ja, Film und Theater. Aber Kultur ist mehr als das. Ich lese gerne Bücher deutscher Autoren, zum Beispiel Heinrich Mann. Wenn ich Bücher lese, lese ich meistens Autoren der modernen deutschen Literatur. Ich bin ein großer Fan von Jurek Becker und Christa Wolf. Und wenn ich Musik höre, höre ich oft klassische Musik. Komponisten wie Robert Schumann, Felix Mendelssohn-Bartholdy. Ich mag Bach und Händel auch sehr. Ja, unter meinen Lieblingsautoren ist zunächst einmal Kafka, ist einer meiner Lieblingsautoren, und Günter Grass. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt Peter Handke, allerdings nicht seine späteren, aber seine früheren Werke. Was die Kulturwelt betrifft, ich mag sehr, sehr gerne klassische Musik und ganz besonders die großen Violinkonzerte. Es liegt wahrscheinlich daran, dass ich 8 Jahre die Geige gespielt habe. Ganz besonders wahrscheinlich Beethoven und Mozart, die Sinfonien für die Violine. Ich lese sehr gerne, hauptsächlich die Zeitung, da ich nicht sehr viel Zeit habe für längere Bücher neben dem Studium, und ich bin Fan von verschiedenen Musikrichtungen wie Jazz oder auch klassische Musik. Klassische Musik hauptsächlich Strauss und Tschaikowski. Wenn es um Fernsehen und Medien geht, muss ich sagen, ich gucke nicht so viel Fernsehen. Es spielt eine ganz kleine Rolle in meinem Leben, Fernsehen. Fernsehen ist für mich nicht so unbedingt das Größte. Wenn ich nichts zu tun habe und wenn ich auch sonst nichts zu finden weiß, dann setze ich mich gerne mal hin und guck mal eine halbe Stunde ein bisschen Fernsehen, oder ich guck mir jeden Tag die Nachrichten an. Kultur ist immer für mich etwas Privates. Ich rede nicht so gerne darüber, was ich mache. Ich denke oft, sagen die Leute, ach ja, ich bin so klug und so kulturell interessiert. Und dann kommt die ganze Reihe der Vorlesungen, die sie gehört haben, der Museen, die sie besucht haben. Aber oft, wenn ich auch zum Museum gehe und dann stehe ich vor einem Bild und das freut mich dann so tief oder manchmal nur ein Detail. So, jetzt möchte ich nicht unbedingt sagen, ach ja, der Van Gogh, das war so toll. Es ist ein bisschen mehr wie ein Geheimnis. Und ich denke mit Büchern dasselbe. Gehen Sie denn gern ins Kino oder ins Theater? Ich persönlich mag alte Filme. Sie sind so schön nostalgisch. Aber ob Horrorfilme oder Science Fiction, ob Tragödie oder Komödie, ob Satire oder Krimi, wie Sie sich wohl denken können, locken und faszinieren der Film und das Theater. Samstags ist in Deutschland Putztag.
Mein Name ist Ergün Çevik. Ich bin Türke und lebe schon lange in Deutschland. Das Erste, was mir zu Deutschland einfällt, ist Sauberkeit, Ordnung und Pünktlichkeit. Für mich zeigt sich in einem Schrebergarten die deutsche Seele. Genauigkeit, Verkehrsschilder an einem solchen Ort. Die Schilder muss man unbedingt beachten, sonst bekommt man Ärger. Also runter vom Fahrrad. Oder nicht? Bei Rot stehen, bei Grün gehen, ganz wichtig. Damit sich alle an die Regeln halten, ist alles beschildert. Natürlich hat diese Liebe zur Genauigkeit und Ordnung auch Vorteile. Zum Beispiel, die Fahrpläne werden eingehalten. Der Deutsche plant seine Zeit. Ein Terminkalender ist eine sehr wichtige Sache. Alles wird vorher vereinbart. Zum Beispiel ein Friseurbesuch. Wunderbar. Gut, Herr Kloska, das war dann der 5. Juni um 13 Uhr. Wiederhören. Grüß Gott. Gut, Herr Jamie. Ich habe einen Termin. Ja, genau, beim Dieter. Nehmen Sie bitte drüben Platz. Danke. Bitte Platz nehmen. Wenn du eine Verabredung mit einem Deutschen hast, verspäte dich nie mehr als 5 Minuten. Hey, du kommst zu spät. Hör mal, es sind gerade mal 10 Minuten. Ich musste warten. Der Bus hatte Verspätung. Dann musst du früher losgehen. Du bist ja schlimmer als ein Deutscher. Nun ja, in Deutschland sagt man auch, die Ausnahme bestätigt die Regel. Wenn wir die Steuern eurer Busse nicht... Fernsehkoch in den 50er Jahren. Die typisch deutsche Küche gibt es nicht. Aber es gibt einige Gerichte, die doch typisch deutsch sind. Schweinshaxe mit Knödeln. Bratwürste. Brathähnchen. Koteletts und Schnitzel. In den 50er Jahren hatte in Deutschland eine Zeit des Wohlstands begonnen. Die Industrie wuchs und die Unternehmen suchten dringend neue Arbeitskräfte. So kamen in den 60er Jahren Hunderttausende von ausländischen Arbeitern nach Deutschland. Sie kamen zunächst aus Italien. Später auch aus Spanien, Portugal, Jugoslawien, Griechenland und der Türkei. Die Ausländer brachten ihre Lebens- und Essgewohnheiten mit nach Deutschland.
und auch ihre Lebensmittel. Zum Beispiel Zucchini, Artischocken, Knoblauch, Oliven oder Lammfleisch. Viele Ausländer, die damals kamen, blieben für immer. Einige von ihnen eröffneten Restaurants. Neben den vielen Restaurants aus den europäischen Nachbarländern gibt es auch andere. Zum Beispiel syrische, chinesische und thailändische. Die ausländische Küche hat auch die Essgewohnheiten der Deutschen verändert. Viele Deutsche kaufen heute ausländische Lebensmittel und bereiten damit zu Hause zum Beispiel indische, italienische oder türkische Gerichte zu. Dankeschön. Danke. Eine Wohnsiedlung am Rande von Hamburg. Keine ganz gewöhnliche Siedlung, denn sie ist besonders umweltfreundlich. Die Häuser hat man so gebaut, dass viel Energie gespart wird. Mit Solaranlagen erhält man Energie aus Sonnenlicht. Dächer aus Gras schützen vor Hitze und Kälte. Unter diesem grünen Dach wohnt Familie Barmbek. Das Haus ist so gebaut worden, dass möglichst wenig Energie verbraucht wird. Also das fängt an mit dem Grasdach. Dann haben wir darauf geachtet, dass möglichst giftfreie, umweltfreundliche Farben verwendet worden sind für den Anstrich innen und außen. Die Fußböden sind zum großen Teil aus Holz, was ja auch wieder Wärme hereinbringt in das Haus. Ja, also die ökologische Gestaltung der Siedlung bringt sehr viel Lebensqualität für die Menschen, die hier leben. Das viele Grün ist schön. Man braucht nicht weit zu fahren, man hat alles um sich herum. Die Barmbeks versuchen, Energie zu sparen und Müll zu vermeiden. Zum Beispiel macht Bärbel Barmbek Joghurt selbst. So kommen keine Plastikbecher ins Haus. Die Waschmaschine braucht nur wenig Wasser. Und weil Bärbel Barmbek nicht so heiß wäscht, spart sie auch Energie. Nach dem Wäschewaschen muss die Wäsche ja getrocknet werden. Das machen wir aber nicht im elektrischen Wäschetrockner, sondern wir haben uns einen Wäschetrockner dafür gebaut. Da nutzen wir die warme Luft, die im Raum zirkuliert, und sparen dabei sehr viel Strom. Auch beim Licht spart die Familie Energie. Mit Energiesparlampen, die weniger Strom brauchen. Der Abfall wird bei Barmbeks sorgfältig getrennt. Der organische Müll, zum Beispiel Reste vom Essen oder Kartoffelschalen, kommt auf den Komposthaufen. Kunststoff und Plastik werden extra gesammelt. Und auch Glas und Papier.
Das fahren die Barmbeks dann zu großen Containern. Problemstoffe, wie zum Beispiel Neonröhren und Batterien, bringt die Familie zu einer besonderen Sammelstelle. Viele Menschen in dieser Siedlung nehmen Rücksicht auf die Umwelt. Dadurch verbessert sich die Lebensqualität für alle. Aber leider gehen immer noch viele Menschen in Deutschland nicht so rücksichtsvoll mit der Umwelt um. Co-production of WGBH, Internaciones, and the Goethe Institute. Funding for this program was provided by the Annenberg CPB Project. For information on this program and others in the Annenberg CPB collection, call 1-800-LEARNER.